Hallo, liebe Senioren und Seniorinnen. Mein Name ist Martina Schröder aus der Begegnungsstätte in Rating Süd und ich heiße Sie heute herzlich willkommen zu unserer Sporteinheit Starke Senioren. Heute mit dem Tuch. Frau Buscher-Sander ist gekommen aus Tiefenbruch und Frau Schönberg-Ziegler ist gekommen und wir machen heute diese Einheit für Sie zu dritt zusammen. Hallo. Wunderbar. Also, ich habe mich schon gefreut heute. Habt ihr euch auch gefreut? Ja, Ja, haben ne? wir. Ein bisschen Sport während der Arbeit ist immer wieder schön. Also, ich habe heute dieses Tuch mitgebracht. Das ist ein Seidentuch und da können Sie zu Hause ein Handtuch benutzen oder ein Halstuch verwenden. Das ist ganz egal. Oder ein Handtuch, ein kleines. Wir haben hier diese schönen bunten Tücher und wir beginnen mal damit, die in den Händen zu knuddeln. Schön die Hände aufspreizen und rechts, links. Dann nehmen wir mal das Tuch in die Hand, in die rechte Hand. Lasst es mal auseinanderfallen und versucht mal mit der rechten Hand es wieder zu knuddeln. Es wieder komplett in der Faust verschwinden zu lassen. Martina, ich Hier. würde jetzt lieber jemand anderen Ja, knuddeln. mich vielleicht. Schön in der Hand verschwinden lassen. Das ist eine schöne Trainingsübung für unsere Finger, für das Handgelenk und wieder auffallen lassen und nach links wechseln. Schön auch den Arm da schon mal bei Strecken langsam, immer mehr ausstrecken und auch halten und dabei die Finger bewegen. Wunderbar. Sie sind Schön ja in die schon Hand wieder knuddeln. ausgefallen. Jetzt merkt man Ja, ich es. bin auch ein bisschen schneller wie du, siehst du? So, schön knuddeln in der Hand und jetzt mal richtig fest mit links zudrücken, so dass hier die Adern rauskommen. Und was merkt ihr? Unterer Rücken ist fest und der Beckenboden. Ganz wichtig. Bei mir ist das ja eh schon alles eine Soße da unten. Und wieder. So genau wollten wir das jetzt Ja, nicht ich musste wissen. das aber mal erwähnen. So, und jetzt können wir mal das Tuch so ein bisschen ausbreiten und so mit beiden Händen an den Enden anfassen. Und dann können wir mal hier auch wieder über vorne. Ihr merkt, wir lassen die Arme vorne. Das ist auch schon Training. Und jetzt kommen wir mal hoch. Und haltet das mal über Kopf. Und kommt mal ein bisschen mehr zurück mit den Armen. Genau. Und jetzt atmen. Tief ein. Zusammen ein und aus. Und noch einmal ein. Wir werden ganz groß und aus. Wunderbar. Und nochmal runter. Und schön nochmal auslockern. Das war erst der Anfang. So. Und nochmal hoch. So, und jetzt haben wir wunderbare Möglichkeiten, uns ganz schön stabil hier festzuhalten und mal Wo soll ich mich da festhalten? oben an deinem Tuch festhalten und dann mal nach rechts kommen, Barbara, so dass sich die linke Aha. Flanke öffnet. Das ist Alles. verkehrt rum. Ach ja, nach Nach rechts. rechts. Und Danke, jetzt mal hier, Martina. warte mal, jetzt mal hier gut einatmen, tief Ja. ein und lange aus. So, ich glaube, das ist schon genug. Merkt ihr schon was? Im Rumpf hoch wieder. Wir halten immer noch. Schaffen wir. Und andere Seite. Und die Arme schön gestreckt lassen. Wunderbar, Luba. Rechte Seite. Schön mal die Flanke öffnen und die Fensterläden öffnen und Kann ich Luft wieder reinziehen. ausatmen? Ja, kannst du. Und jetzt noch mal ein, Barbara. Und darf man ruhig hören und wieder hoch und jetzt dürft ihr noch mal runter mit dem Tuch und euch auslockern. Das habt ihr gut gemacht. Sehr schön. So, und damit wir uns noch ein bisschen mehr locker machen, können wir jetzt mal mit der rechten Hand eine 8 schwingen und zwar so richtig schön ausladend. Wir dürfen uns nicht bewegen. Nein. Schön eine 8 und jetzt machen wir mal eine 12. Was? Eine 12?
nach hinten den Arm. Und jetzt tauschen wir den Arm, linke Seite, und schön wedeln. Die 8, eine liegende 8. Ja, da. Wunderbar. So, und nochmal die andere Seite. Das könnten wir zwischendurch immer machen, weil es so gut für unsere Schultergelenke ist. Die brauchen sie sehr lange, um oben an den Schrank zu kommen. Ach, das könnte ich ja auch mit Staubwedeln machen. Ja, oh, ja, genau. Ja, richtig gute Idee. Wunderbar. Und jetzt mache ich noch was ganz Tolles. Und zwar strecken wir wieder die Arme aus. Also wenn man jetzt die Arme nicht ganz ausgestreckt bekommt, weil es einfach nicht mehr so gut geht, kann man das auch so ruhig so machen. Oder hier unten. Aber ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ja, fit deine Senioren nicht. Ja, die sind schon fit, das stimmt. Aber wenn man das nicht mehr so ganz gut schafft, von der Kraft her vom Arm oder weil die Schultergelenke schon so ein bisschen ingerostet sind, das ist ja nun mal leider so, dann kann man die auch durchaus so, wie es geht, so wie es einfach gut tut. Und jetzt kommen wir mal mit dem Rumpf nach links, so gut es geht. Und wieder langsam zurück. Und die Ellenbogen dürfen ruhig ein bisschen abknicken. Zurück. Und zurück. Die Rumpfdrehung. Wunderbar. Nochmal auslockern. Ach, irgendwie bin ich einen Schritt langsamer als du. Ja. Ja, macht nichts, Barbara. Ich habe so schlecht geschlafen. Es macht nichts. So, die letzte Übung kommen wir nochmal mit dem Tuch, mit ausgestreckten Armen, mit dem Oberkörper nach vorne, so weit wie es geht. Und hier das Atmen jetzt nicht vergessen. Ganz weiches Gesicht und tief ein. Halten, hier kraftvoll und aus. Und halten und wieder zurück. Jetzt nochmal nach oben. Halten, rechts und zur Mitte. Andere Seite und zur Mitte. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Und weil es so schön war, sagen wir super. Goodbye, auf Wiedersehen, winke, winke, wir kommen wieder. Tschüss, viel Spaß.